Rot ist die Farbe der Liebe und die Farbe des Fahrrads von Sylvain Deyer, dem Schweizer Meister vom Team Alpecin Phoenix. Wir haben uns heute sein Rad geschnappt und stellen euch den Hobel im heutigen Video einmal genauer vor. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die rote Höllenmaschine von Sylvain Deyer einmal genauer an. Es handelt sich hierbei um das Aero CF in der Rahmengröße L. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch, was der Schweizer Meister so am Rad hat. Und dafür treten wir zunächst einmal vor das Fahrrad und gucken uns die Laufräder an. Verbaut sind hier einmal die Shimano Dura-Ace C50. Und auf die Felge aufgeklebt haben wir den Vittoria Corsa Graphene 2.0. Offensichtlich ist der geklebt, also wir fahren Tubular, 28 mm breite Version, damit sollte man auf jeden Fall genügend Grip auf der Straße haben. Wenn wir schon an den Laufrädern sind, können wir natürlich auch wie immer noch über den Scheibendurchmesser sprechen, 140 mm vorne und hinten sind hier verbaut. Von den Laufrädern springen wir zum Antrieb des Schweizers. Hier haben wir natürlich einmal komplett die neue Shimano Dura-Ace Di2, geschaltet wird also elektronisch. Und wir bleiben zunächst bei der Kurbel, Übersetzung hier 54-40. Ansonsten natürlich noch das Powermeter aus dem Hause Shimano. Die Pedale kommen ebenfalls aus dem Hause Shimano. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, Kurbellänge 172,5 mm. So, die Kurbel haben wir einmal durch. Wir gehen hinten ans Schaltwerk. Auch hier ist wenig Spektakuläres zu sehen. Allerdings müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber auch noch hinten die Übersetzung erwähnen. Insgesamt sind ja mittlerweile 12 Gänge verfügbar und dabei haben wir hier eine Übersetzung von 11 bis 32 Zähnen. Wir sind fertig mit dem Antrieb und wenden uns der Sitzgelegenheit zu. Verbaut ist hier der Selle Italia Flight mit großzügiger zentraler Aussparung. Da sollte man auf jeden Fall keine Sitzbeschwerden haben. So, Sattel abgehakt, fehlt nur noch das Cockpit, der Lenker. Und natürlich haben wir auch den schon im Vorfeld ausgemessen. Oben beträgt die Breite insgesamt 39 cm, unten 43 cm, wie das mittlerweile eben so üblich ist. Ansonsten beim Cockpit natürlich noch Selle Italia Lenkerband verbaut und vorne das, die in der Aero-Halterung montiert, der Wahoo Element Bolt. So. Nachdem wir jetzt das Rad so im Großen und Ganzen einmal durchgequatscht haben, vermessen wir die Karre jetzt noch für euch und dann gibt es die individuellen Maße von Sylvain Deyer. Die Sitzhöhe von Sylvain Deyer beträgt 79 cm und auch die Sitzlänge haben wir einmal nachgemessen und da kommen wir auf 64 cm. Fehlt natürlich nur noch der Freilauf-Soundcheck. Dann würde ich sagen, werfen wir einmal den Außenbordmotor für euch an. Klingt ganz nett, würde ich sagen. Das war das Fahrrad vom Schweizer Meister Sylvain Deyer. Sein Canyon Aero CF haben wir einmal im Detail durchgequatscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und wir sehen uns dann ganz bestimmt mit dem nächsten Fahrrad wieder.